what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Dass ich sowas noch einmal erlebe. Milchkanne am Straßenrand. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. Das ist unser Ziel. Tja, die sehen ja beide putzig aus. Schade nur, dass die Sonne jetzt so ein bisschen den Schatten wirft hier. Otti, Du machst den Eindruck, als seist du im Urlaub. Ja, das täuscht. So? Reisetag ist kein Urlaub. Ist für dich immer Stress, ne? Ja. Auch für mich nicht so sehr, du. What's your name? Edwin? The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. In diesem kleinen Lokal haben wir eben einen Kaffee getrunken und stehen jetzt hier auf dieser Bastion. Ja, also interessant ist das hier schon. Die riesige Festungsanlage ist schon sehr groß gebaut im Vergleich zum Gebäude hinter mir, wo der Bischof seinen Sitz hatte. Also mächtig viel Platz hier. Ja, da unten kann man es natürlich auch aushalten. Schau mal da unten. Das sieht nach Party aus. Oder Restaurant. Ja, wir sind hier vom Kursaal gekommen, über diese Brücke und sind dann hier hoch, genau, bis der Bastion, da sind wir runtergegangen, zum schrägen Weg, hier an dem, genau, da sind, ist das Mahnmal, da ist der Gedenkstätte.
Gedenkstätte Pulverturm. Und dann sind wir hier runter. Genau. Dann wieder hoch, wir auf die Krone rum, bei der Mühle. Bei der Mühle rum, die haben wir von beiden Seiten uns angeschaut. Und wo sind wir dann jetzt dann wieder runter? Ja, und wir sind schräg über den Hof. Runter auf den Platz. Und hier sind wir jetzt. Ja. Ein riesiger Baum, ha? Ja. Ist ja unglaublich so. Hier ist nochmal ein alter Meilenstein hier. Sun Pia kann ich nicht genau erkennen. Aber bis Ahrensburg 67 Werst. Und hier auch nochmal ein Meilenstein. Ottbold Schorber. Sunta heißt es da oben. Sunta. Aha, do Ahrensburger. Dvacat Piat. Werst. 25 Werst. Anno 1588, ja? Den 3. April ist ihm ein Sohn Peter gestorben. Tot gestorben. Oder weil hier viel von Tee. Gestorben. Und dann geht das hier unten weiter. Erben. Gestorben. Meine Tochter. Ursula, anno 1599 eventuell, den 5. Juni. 95 sagst du? Ja, kommt wohl hin, ne? Könnte auch 95 sein. Den 5. Juni aber, und steht es. Es ist etwa 17.30 Uhr. Die Sonne steht jetzt natürlich weiter im Westen und bescheint Pirith. Die Frau des Riesen Töll. Der Wind hat ganz schön aufgefrischt. Hm. Mein lieber Mann, du. Ich meine, da hinten die Flaggen, die waren ja vorhin auch schon mal ziemlich stark im Wind, aber jetzt, du,